Und wir haben, wenn Sie so wollen, natürlich jetzt wirklich die Bandbreite der Akteure, die dafür zuständig sind, dass es den Film, was das Finden des Publikums anbetrifft, wirklich auch in Zukunft gut geht. Und jetzt möchte ich Ihnen einfach mal was vorlesen. Und zwar die Frage ist, wohin wollen wir jetzt, in welche Richtung wollen wir jetzt gleich diskutieren? Das ist schon ein bisschen älter, aber 2008, als gerade das jetzt bestehende FFG verabschiedet war und in seine, wie nennt man das denn überhaupt? Es trat ein in, nein, nicht seine Verwertung, was in Kraft, Dankeschön. Mein Gott. Also, jedenfalls, dass FFG in Kraft getreten war, da schreibt Susanne Nikolczew, die immerhin im europäischen Rahmen eine ganze Reihe von Recherchen macht und eine interessante Arbeit vorstellt zu Verwertungsfenstern im Wandel international in Europa, folgendes: Die Vermarktung eines Films lebt unter anderem von Absprachen für die zeitliche Aufteilung der Verwertungsrechte. Wissen wir, haben wir eben gerade auch nochmal gesehen, die dabei anzustellenden Überlegungen erinnern in mancher Hinsicht an das Verteilen einer Torte, nur dass es um Verwertungsfenster statt Tortenstücke geht. Wer kriegt das beste Stück? Werden alle satt? Bleibt etwas übrig? Hat sich das Backen gelohnt? Das ist eine etwas seltsame Logik, nämlich eine Verteilungslogik, wenn wir uns das mal überlegen. Und eigentlich hören wir ja immer, wir sind gegen Piraterie, ich denke hier alle auf dem Podium, wir hören ja immer, wir wollen Film anständig verkaufen. Nicht, wir wollen Film verteilen. Also, meine Frage ist jetzt, und das ist so ein bisschen mein Anliegen, wie ich hier jetzt an die ganze Sache rangehe: Wie verkauft man Film in Zukunft besonders gut? Ich würde mal zuerst die Verleiherseite fragen, weil die produzieren nicht, sondern die sollen vor allen Dingen verkaufen. Wie macht man das in Zukunft besonders gut und welche Rolle spielen dabei die Fenster? Es gab ein paar Statistiken, ich glaube auch von Ihnen, Herr Gruber, wo Sie auch dargestellt haben, dass das Filmgeschäft unter anderem dadurch so interessant ist, dass ein Käufer den Film auf unterschiedlichen Kanälen kauft. Im Kino kauft er eine Karte, dann kauft er sich vielleicht eine DVD oder VOD und guckt sich hinterher noch im Fernsehen an. Das heißt, das Modell, was da angesprochen worden ist, das stimmt eigentlich gar nicht, weil der Filmproduzent oder Verleiher die Torte ein paar Mal verkaufen kann. Es sind nicht die eine Torte, sondern das ist die Kinotorte und dann die andere. Und da sind wir eigentlich gleich auch schon bei der Schwierigkeit, nämlich, Sie haben es, glaube ich, Kannibalisierungsrate genannt. Wie hoch ist der Effekt denn eigentlich, wenn ich solche Filme zeitgleich auf allen Kanälen anbiete? Da ist ein Problem, da gibt es Substitutionsraten. Ich finde es aber nur extrem wichtig, nicht nur auf das Fenster Kino und Video zu schauen. Manche nennen dieses Fenster ja auch das Pirateriefenster oder das Raubkopienfenster, weil die einzig Möglichkeit, das außerhalb des Kinos zu sehen, auf diesen ganzen Online-Plattformen vorhanden ist. Ich glaube, dass eines oder ein weiteres wichtiges Problem ist, dass bei der Refinanzierung und Auswertung von Filmen die TV-Auswertung eine große Rolle spielt, nämlich in Deutschland bei einigen Filmen die Pay-TV-Auswertung und die Free-TV-Auswertung. Und wenn Herr Thurau, was ich zum Teil nachvollziehen kann, vielleicht nicht in dieser übertriebenen Form, aber wenn er sagt, die bestehenden VOD-Plattformen sind aus Nutzersicht, ich sag mal, suboptimal, dann hat das mit der Lizenzierungspraxis im Fernsehen zu tun, weil Free-TV- und Pay-TV-Anbieter verlangen ganz bestimmte Black Periods. Wenn ich meinen Film im Fernsehen anbieten will, dann darf er nicht mehr auf VOD-Plattformen sein. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil jeder Kinobetreiber könnte den Film nach wie vor buchen,
jede Videothek kann den Film noch ausleihen, jeder Medienmarkt kann den Film noch anbieten, nur die VOD-Plattform kann es nicht. Das ist ein großes Problem und stellt die Frage der Refinanzierung von Kinofilmen vor eine große Herausforderung, weil beide oder die Branchen insgesamt vernünftige Geschäftsmodelle entwickeln müssen, um diese im Augenblick noch bestehenden Friktionen aufzubauen. Im Verhältnis Kino und Videogrenze haben ja zumindest die vier Freundeverbände zum FFG eine Sprachregelung gefunden, wo sie gesagt haben, naja, für 4 bis 6 Monate. Alleine haben wir da auch mal ein Statement zugemacht und haben gesagt, liebe Kinobetreiber, also ihr könnt jetzt nicht auch sowas wie so eine Black Period verlangen. Ihr spielt einen Film, ihr stellt fest, der Film funktioniert im Kino nicht, der fliegt nach 2 Wochen aus den Leinwänden und der Verleiher, Produzent oder andere soll eben warten, bis diese 4 Monate umgeht und ihr kümmert euch nicht mehr um den Film. Das kann auch nicht sein. Also muss man mehr oder weniger da versuchen, auch für diese Filme, in denen es ein Kino-Objektiv beim Markt gibt, andere, schnellere Lösungen zu finden. Und ich würde gerne auch noch einen weiteren Aspekt bringen. Und das ist so eine Erfahrung geschuldet, die ich mal hatte vor Mitgliedern der Deutschen Filmakademie, wo es um Urheberrechtsverletzungen ging. Und das Thema dort, ja Gott sei Dank, auch sehr hochrangig angesiedelt ist und wo eben jetzt aber aus Seiten der Filmurheber auch gesagt worden ist, naja, aber wenn ich jetzt nicht ins Kino kann, warum habe ich dann nicht die Möglichkeit, mir den Film auf anderen Plattformen anzuschauen? Und über kurz oder lang ist das einfach eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen, wobei ich wie Herr Zuhau auch der Meinung bin, dass für die Kinos da unglaublich viele Chancen sind. Denn vielleicht so ein bisschen im Gegensatz zu dir, ich fand Movie Pilot Com total interessant. Ich auch. Weil sie nämlich, weil sie nämlich ein Modell anbieten, über Filme bekannt zu machen, die noch gar nicht im Kino sind. Eine Community aufzubauen. Und das ist ja eines der großen Herausforderungen, vor denen jeder Produzent, jeder Verleiher steht. Der hat ja eigentlich nur dieses kleine 6-Wochen-Fenster kurz. Kinostart soll eine Marke aufbauen und da hat er ein längerfristiges Tool und dieses Tool könnte dann natürlich dazu führen, dass diese Community sagt, der Film gefällt mir gut, den will ich sehen. Und da kämen dann meines Erachtens die Cineplex-Kinos ins Spiel, die nämlich genau das auch anbieten und genau auch sagen, hey Cineplex, wir wollen genau zu diesem Film die Vorstellung haben und am liebsten sind uns übrigens die Zeiten. Also jetzt schlage ich die Klappe. Ja. Und zwar, warum schlage ich die Klappe? Weil sonst Johannes Kriegsporn sozusagen der ideelle Gesamtfilmgutmensch ist. Und ich will lieber doch nochmal Produzent und Kino extra fragen, was Sie sich denn so vorstellen. Florian, vielleicht können Sie noch mal ein bisschen genauer sagen, was Sie denn normalerweise tun würden. Jetzt kommen Sie aus Kanada zurück. Was machen Sie denn mit dem Film, um so etwas wie das Interesse beim Publikum schon mal aufzubauen, also eine Erwartungshaltung zu haben, die sagt, wenn der Film ins Kino kommt, das muss ich sehen. Also neben Nina Hoss. Das schaffen wir weder mit Nina Hoss noch mit Movie Pilot noch mit sonstigen Instrumenten. Weil diese sogenannte Awareness, die quasi existieren soll, bevor der Film ins Kino kommt, das geht vielleicht für Hollywood-Produktionen mit Brad Pitt. Bei uns funktioniert sowas nicht. Wir haben auch gar nicht die finanziellen Mittel, um das zu probieren, aber das ist genau der Punkt, wo wir natürlich auch schauen müssen. Wir haben kein Problem mit Verwertungsfenstern, ob jetzt Video nach 6 Monaten oder nach womöglich erst oder schon nach 4 kommt. Das ist nicht die entscheidende Frage. Barbara jetzt zum Beispiel, unser mit Abstand erfolgreichster Film, der hat ja fast so viel Zuschauer wie Til Schweiger inzwischen. Was passt? Der hatte 8 Monate wirklich durchgehende Kinozahlen und wurde einfach wahrgenommen. Und da war nicht die Frage, könnte der nicht schon nach 4 Monaten auf DVD oder VOD rauskommen? Das hat das Kinopublikum in der Form nicht interessiert. Wir hatten am Anfang in den ersten 3 Wochen ausverkaufte Häuser, wo die Leute einfach wiedergekommen sind.
Wir haben nicht das Problem, dass wir nach 6 Monaten jetzt mit WVD und VOD gleichzeitig angefangen haben, sondern das läuft. Wir haben seitdem der Film auf DVD raus ist, 14.000 Stück verkauft, also innerhalb von 3 Wochen, was ich jetzt für uns enorm gut finde. Aber es ist wirtschaftlich gesehen keine Stückzahl, es ist, bleibt relativ wenig. Welcher Film ist jetzt auf DVD verkauft worden? Barbara hat jetzt der Verkauf begonnen. Klar. Mhm. Ja, 8 Monate nach dem Kinostart. Und das, was finanziell zurückkommt, ist das eine, das ist eine besondere Betrachtung. Was ist der Unterschied, was beim Produzenten ankommt aus der Verwertung DVD bzw. Kino? Und die andere Frage ist, die für uns viel wichtiger ist, woher wissen die Leute, dass es unseren Film gibt? Und da haben wir mit solchen Tools nur ansatzweise eine Mini-Möglichkeit. Wir haben nicht die Präsenz, weder eine Online-Präsenz noch sonstige Präsenz, auch nicht mit Nina Hoss, es zu schaffen, diese sogenannte Awareness-Haltung herzustellen. Was wir brauchen, sind die Medien wie die Berlinale zum Beispiel. Und da passen unsere Filme jetzt zum Glück, möchte man sagen, auch sehr gut hin. Und wir merken einfach, und das haben wir bei Barbara extrem gemerkt, der Kinostart, der einen Monat, also am 7. März nach der Berlinale stattgefunden hat, hat dem Ganzen extrem gut getan. Und das ist dann so eine Präsenz von der Berlinale, die man aufnimmt und die wir dann mit dem Deutschen Filmpreis auch noch fortsetzen konnten. Also da hat sich quasi eine Awareness-Haltung mit dem bestehenden Film, der dann schon eben ausgewertet wurde, in den Kinos einfach ergeben. Das glaube ich, hat man an den Zuschauerzahlen im Kino total gemerkt. Aber es ist eine Ausnahme. Das ist Petzold, der ist sehr bekannt. Das ist ein Film, der auf der Berlinale den Silbernen Bären für beste Regie gewonnen hat. Für uns ist in den anderen Bereichen, also in den Filmen, mit denen wir sonst noch arbeiten, die viel kleiner starten, haben wir viel mehr das Problem, dass die Leute, die den Film sehen, womöglich gut finden, aber sie wissen nicht, dass es ihn gibt. Das heißt, was wir schaffen müssen, ist die Bewerbung des Einzelwerks, das Einzelwerk wieder herauszustellen und für uns im Grunde genommen das Event auf dieses Einzelwerk zu beziehen. Und dazu gehören ganz klassische Werbemaßnahmen wie Aufsteller, Trailer, dazu gehören Medialeistungen, das heißt, dass der Film im Fernsehen beworben wird. Das heißt, bei uns geht es nie um die Masse, sondern bei uns geht es immer nur um das Einzelstück. Und dieses Einzelstück hat eine bestimmte Erwartungshaltung, in kultureller und in wirtschaftlicher Hinsicht. Und diese Erwartungshaltung, die kann man im Vorfeld in Zahlen fassen, aber die konkurriert einfach nicht mit den Mainstream-Projekten von den Studios, die einfach ganz anders an eine wirtschaftliche Auswertung rangehen. Jetzt hat ja Hinnig Thurau genau das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, gerade Arthaus. Gerade nicht richtig, um es so ja, zu sagen. Jetzt soll, ich finde, er soll da nochmal ein bisschen nachlegen und ein bisschen begründen. Nachher könnt ihr euch auch nochmal mit mir unzen und von Gustav sich unterhalten, ob der nicht auch für kleine Filme ein Tool hat. Aber sagen Sie doch nochmal, warum ist das gerade für Arthouse-Filme so wichtig? Ja. Weil das muss ja jetzt aufgeklärt werden. Absolut, das wollen wir aufklären. Für mich ist die Frage, deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich das jetzt selbst stellen kann. Der Film war sehr erfolgreich über die Berlinale hinaus, hat sich wieder Awareness bekommen. Danach haben Sie den Film starten können, mit wie vielen Kopien? Wir haben gestartet, wir sind mit 40 und haben innerhalb von 2 Wochen, also der 80 erhöht. Genau, was glauben Sie, jetzt stellen Sie mal vor, ganz viele Leute, ich kenne zum Beispiel Menschen in Plätzen, die sind so klein, ja, da gibt es ganz viele kleine Universitätsstädte und so weiter, da gab es den Film nicht. Die haben alle davon gehört, ja, da war die Awareness da. So, das ist mein Argument, ne? Dass ich sage, das ist das, was ich eben auch übrigens von Filmemachern selbst gehört habe. Die sagen, unser Film, wenn wir denn Awareness haben, das ist schwer genug, aber wenn wir die Awareness haben, ja, dann möchten wir sozusagen auch da sein, weil die Menschen vergessen. In dem Fall ist der Film weitergelaufen, die ganze Zeit, das ist gut. Weil was sie natürlich nicht beantworten können, ist, sozusagen, wenn sie ihn in dem Moment weiter verfügbar gehabt hätten, wie viele Leute hätten ihn dann gesehen, ja, die vielleicht den Hintern nicht mit dem Studio oder in den Studiosessel, in den Kinosessel sozusagen bewegt hätten, sondern einfach gesagt hätten, zu Hause, das können Sie nicht beantworten? Doch, kann er, natürlich kann ich das machen. Alles klar. Also durch den digitalen Vertrieb und dadurch, dass es DCP gibt, also die Digital Cinema Package, die Festplatten, wo die Filme drauf sind, sind die Vertreibungskosten von Filmen extrem runtergegangen. Das ist nicht der Punkt. Wir haben ohne Probleme, könnten wir 50 Arthouse-Kinos finden, die auch kleinere Filme von uns zeigen würden. Aber das bedeutet noch längst nicht,
dass die erste Vorstellung bereits ausverkauft ist. Vergessen Sie Barbara, nehmen Sie den Schatten von Thomas Aslan, den haben wir mit 10 Kopien gestartet, da war bei der Premiere in Düsseldorf das Haus noch nicht ausverkauft. Und das hängt nicht damit zusammen, dass der Film quasi unbekannt ist. Wir haben ein Feuilleton mit Michel Martinschewitsch gehabt, was extrem gut war. Wir waren in allen Zeitungen, wir waren auf der Berlinale, wir waren total präsent, dachten wir. Aber das hat nichts mit dem wirklichen Kinoeinspiel zu tun. Da werden die Karten einfach neu gemischt. Der Weg ins Kino ist ein anderer und die Präsenz des Films ist einfach extrem wichtig in dem Sinne, dass man die Frage der Abspielstätten muss man nicht vordergründig stellen. Das bringt uns nicht weiter. Nur ganz kurz als Nachsatz. Für mich argumentieren Sie zu sehr aus der Kinoschule heraus. Ich verstehe das absolut, Sie haben vollkommen recht. Das Problem ist, wenn Sie mit zu vielen Kopien dann in den Markt gehen, dann sagt der Koch, der hat ein entsprechendes zu geringes Average und dann geht er wieder raus, wenn er dann die andere Argumente hat. Das kann ich absolut verstehen. Das weiß ich auch, sehr gefährlich, damit töten Sie diesen Film. Die Frage ist natürlich beim Home Entertainment bzw. beim VOD, da haben Sie einfach dieses Average-Problem überhaupt gar nicht. Ja, da gibt es ganz viele Leute, die können sie, wenn sie in der Woche nicht anschauen, gucken sie sich 2 Wochen später an. Ja, das ist einfach mein Argument. Sie haben recht in dem Sinne, dass im Schatten 6.000 Kinozuschauer hatte und bei Movie2k.io 50.000. Also das ist okay. So wie zu Home Entertainment. Ja. Dass man einfach sagen muss, das Home Entertainment findet für unsere Filme dann in dem Segment statt und nicht quasi bei der Kauf-DVD oder VOD. Ja. Also wir spielen da einfach nicht mit in der Liga. Ist das wirklich eine Frage, ich gehe jetzt mal hier in die VOD-Ecke sozusagen, ist das wirklich eine Frage der Liga? Also irgendwas kann hier noch nicht so ganz stimmen, weil wenn ich immer höre, dass ich über Internet sozusagen den letzten ganz besonderen Interessenten erreiche, dann ist das nicht unbedingt ein Massenargument. Also wie würden Sie das Problem, das wir jetzt hier eben kennen, nämlich eigentlich für den Produzenten des Arthouse-Films auch ein möglichst hohes Return of Investment und möglichst viele Zuschauerzahlen zu generieren, wie kann man da mit Video on Demand helfen? Naja, zunächst müsste man einfach sagen, was mich so ein bisschen an dieser Diskussion stellt, ist, dass man sagt, ja, da gibt es ja Film, Kino, da gibt es DVD, da gibt es Video on Demand. Das ist eigentlich Quark, muss ich sagen. Es gibt Kino und es gibt Home Video. Home Video ist ein physischer Träger, DVD Blu-ray, ist ein nicht physischer Träger, das ist VOD. Im Augenblick hat der nicht physische Träger, das sind wir, 0,3% Marktanteil vom Gesamt-Home-Video-Markt. Der Gesamt-Home-Video-Markt ist 1,5 Milliarden in Deutschland, die alle VOD-Ler zusammen, Apple TV, Maxdome, Sky, und wir bringen 65 Millionen, das sind 0,3%. Nur vorgestellt, ne, oder im letzten Jahr, in diesem Jahr sollen wir uns ungefähr bei 85 Millionen bewegen, das ist auch schon ganz schön, aber das sind dann 0,5% vom Markt. In 5 Jahren, das würde ich jetzt einfach mal so sagen, werden wir ungefähr 99% vom Markt haben. Ja, da gibt es noch ein paar Sammler, so wie Vinyl, die werden noch Silberscheibe haben, und der Rest, das ist immateriell. Und das müsste man einfach mal sehen. Ja. Home Video ist noch physisch und ist bald nicht mehr physisch, und das ist VOD. Aber VOD im Gegensatz zu DVD ist ein anderes Geschäftsmodell aus 2 Gründen. Der erste ist VOD, und da würde ich dann auch Florian recht geben, ja, es ist, was wir machen, ist Masse. Es ist eben genau nicht der Einzelfilm, ja, müsste man einfach so sagen. Deswegen finde ich eigentlich auch die Abgrenzung zum Kino gar nicht so schlimm, weil Kino ist Einzelfilm. Das sind wir nicht. Ja. Also es gibt vielleicht, Frau Berg weiß es hier besser, vielleicht knapp 1000 Filme im Kino, von denen sowieso 700, Herr Kingsborn weiß es besser, dann überhaupt nicht performen, dann gibt es 300, die ganz okay laufen. Allein unsere Plattform, ja, nächstes Jahr haben wir 5000 Filme online. Maxdome hat 45.000 Filme online. Ja, und wir bewegen uns im Micro-Payment-Business. Das heißt, eine DVD verdient Florian vielleicht am Ende 4 Euro, an der Kinokarte verdient er vielleicht 1,50 Euro. An unserer transaktionalen Verkauf, da verdient er 20 Cent. Und wenn wir den ins Abo geben, dann verdient er 5 Cent. Ne, das ist nicht so interessant. Aber ein bisschen weiter, die Zeit gespult, müsste man sagen, in 5 Jahren, also ich meine, auch wenn das so ähnlich klingt, sind wir der Markt, ja, da wird man mit uns reden müssen.
Und da wird auch es einfach so sein, dass diese 1,5 Milliarden, die im Augenblick ja bei Rumbilde sich nur aus Film speisen, die speisen sich ja bei VOD aus einem anderen Bereich noch. Ja? Wenn man Netflix anschaut, 40% ist Film, 60% ist TV. Das ist irgendwie ein Zeug, das kriegen wir noch dazu. TV auf VOD. Das ist ja der sogenannte, in den USA nennt man es den Binge-Viewer. Ja? Jemand, der sagt, ach, Freitagabend, ich gucke mir jetzt alles von Grey Anatomy an. Ja? Montagmorgen gehe ich wieder zur Arbeit. Dazwischen meine ich anderes. Das ist der erfahrene Grund, an dem wir dann auch ganz gut verdienen werden. Ja? Ich meine, Kino ist mir, würde ich sagen, noch, es ist mir noch egal, das wird mir auch egal sein. Ich müsste sogar eigentlich sagen, die Sperrfristen finde ich gar nicht schlecht, weil es ist im Augenblick so, ne, Kino ist ein Marketinginstrument, auch für die DVDler, auch für uns, die DVDler, wenn ein Kino Standing hat, dann ist er für uns leichter vermarktbar, dann können wir es ja online-Premiere jetzt schon auf VOD verfügbar. Aber im Prinzip denke ich, man muss immer denken, wir sind Home Video, wir sind VOD, aber es ist nur eine Frage der Delivery. Und Home Video ist schon seit ja, vielen Jahren, 1,5 Milliarden sind wir in Deutschland, das war schon die VHS-Zeit, das ist die DVD-Zeit, die wird es immer sein. Und was wir noch dazu nehmen, ist der TV-Bereich. Und dann denke ich mir, werden wir auch einen Teil der Bedingungen ja, mitbestimmen. Diktieren können, hat er nicht gesagt. Ja. Also, mitbestimmen, haben wir gehört. Jetzt gehen wir nochmal in die Kinofrage hinein, weil Johannes Klingsporn hat noch eine andere Sache angesprochen, nämlich, dass es am Anfang vielleicht nicht so doll klappt und damit kommt der Begriff der Wiederaufnahme. Das muss ja nicht unbedingt erst nach 5 Jahren sein oder sowas, ja, wenn das Ding gut abgehangen und fast historisch ist, sondern das kann ja auch früher passieren. Wie sieht es überhaupt aus? Kann Kino so etwas, wir sind immer noch bei euren Filmen, Schrammfilmen, also kann Kino sowas garantieren? Vor dem Hintergrund, dass es natürlich auch Abmachungen gibt, unter anderem mit den Majors, aber nicht nur, also Abmachungen gibt, was wann gespielt wird. Wiederaufnahme ist mein Thema. Vielleicht zwei kurze Bemerkungen. Ich habe mich sehr gefreut, als Sie beschrieben haben, wie unglaublich schlecht die Usability dieser Download-Portale ist. Das gibt ein bisschen Hoffnung für die Kinos, aber wahrscheinlich auch nur ein Aufschub, bis die Usability steigt. Aber noch interessanter fand ich, dass alle anderen Verwertungsstufen eigentlich auch solche Black Periods gerne für sich in Anspruch nehmen. Weil eine gewisse Rarmachung führt dann irgendwann dazu, dass die Nachfrage steigt. Diese Überallverfügbarkeit, die wird, glaube ich, am Ende des Tages den Wert des Produktes nicht steigern. Sondern man macht es interessant, weil es eine Kinoauswertung gibt, die findet dann auch mit einem relativ breiten Presseregen statt. Sowohl bei Filmen wie Barbara oder vielleicht auch Thomas Aslan, in jedem Fall aber auch die anderen großen Filme, kriegen einfach eine völlig andere Presse, wenn sie eine Kinopremiere haben. Und wenn die, darum scheint es ja offenbar auch bei allen die Einigkeit zu geben, wenn das im Kinogeschäft gut läuft, dann profitieren letztlich auch alle anderen. Und das impliziert im Grunde auch schon die Logik eines gewissen Fensters. Jetzt Ihre Frage bezüglich der Wiederaufnahme, die habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, wie Sie die meinen. Also, wir haben ein Fenster, ja, in diesem Fenster können Sie den Film im Kino herausbringen. Und jetzt ist es so, wir nehmen mal an, dass am Anfang wirklich, aus welchen Gründen auch immer, weil Word of Mouth noch nicht wirklich funktioniert hat oder weil es eben dann doch hinterher auf Facebook nochmal kommt, jedenfalls, dass zuerst wenig Besucher da sind, sehr wenig Besucher da sind, sie den Film absetzen, gibt es eine Möglichkeit, ihn schnell in dieser ersten Phase wieder aufzunehmen. Wenn wir den Eindruck haben, dass da eine Nachfrage ist und dann solche Portale wie MoviePilot oder auch andere, wo das Publikum sagen kann, ich möchte gerne den Film dann und dann dort sehen, das kann hervorragend funktionieren und dann kann man den Film natürlich auch wieder buchen. Die Digitalisierung hat da sicherlich auch dann manchmal ihre Schwächen, weil bis mit der 35mm Welt, wo dann einzelne Kopien auch richtig über Land gezogen sind, die haben diese Mundpropaganda-Effekte vielleicht ein bisschen besser bedient als jetzt die Digitalisierung, wo alle auf einen Schlag kommen. Da, wo die Presse am Anfang richtig groß ist, ist die Digitalisierung wiederum klasse, weil dann auch möglichst viele diesen Film auch auswerten können.
aber im Prinzip spricht überhaupt nichts dagegen, und das findet hin und wieder auch statt, dass wenn man feststellt, dass in einzelnen Kinos der Film gut läuft, dass andere den dann wieder aufnehmen. Also interessant ist ja zum Beispiel, dass keineswegs am ersten Wochenende auch nicht von den Blockbustern die höchste Kopienzahl im Markt ist, sondern der Regelfall ist, dass es am zweiten Wochenende ist. Das heißt, man stellt schon fest, man guckt, wie entwickelt sich etwas und legt dann den Zweifel nach. Und das kann auch Wochen später passieren. Bevor ich auf Christine Bahr komme, hätte ich jetzt zwei Wortmeldungen, und da würde ich, weil ich da noch eine Frage im Petto habe. Bitte, Florian, dein Johannes. Das haben wir noch nicht erlebt, dass wir im Kino starten, nicht gut sind und danach nochmal gefragt werden. Nee. Das funktioniert so nicht, das gibt's nicht. Aber nicht, weil wir nicht wollen. Wir kennen doch das Cinemax gar nicht und die Cineplexe. Aber es ist der erste Film von uns, der bei euch quasi gezeigt wird. Das ist auch unser Problem. Und wir auch das Schloss, ja. Wir sprechen über Wahrnehmung, und das fängt natürlich auch bei den Kinos an. Wenn man das beobachtet im Cinemax am Potsdamer Platz, wenn die Kinogänger vor der Leinwand stehen, zum Teil noch nicht wissen, was sie gucken. Die deutschen Filme sind, wenn, dann unten rechts, und das ist halt ein Problem. Deswegen schlecht ist auch der Ruf, auch die Kritiken bei movie2k.to so im Schatten. Ja. Oh, was für ein Scheiß, ein deutscher Film, und Hilfe, ist das langweilig und so. Also wir haben einen schlechten Ruf, und wir... selbst wenn wir ein Werk haben, und jetzt sehen wir schon wieder Bauer, wobei wir könnten auch einen Schatten von Thomas Hassler nehmen, der Film ist klasse. Und ich glaube, dass er ein Potenzial für mindestens 50.000 Zuschauer hätte und nicht für 6.000. Jetzt sagen alle, das ist ja auch nichts. Dann sind wir wieder bei der Erwartungshaltung, dass wir sagen müssen, jeder Film hat ein bestimmtes Potenzial. Und das findet zum Teil auf einer kulturellen Ebene statt, die nicht vergütet wird, wenn man so will. Das ist bei uns zum Beispiel auch die Berlinale. Mir ist es wichtig, dass unsere Filme im Kino laufen, weil das Schönste ist, wenn sie auf einer großen Leinwand sind mit einem guten Sessel und einem tollen Ton und nicht auf dem iPod oder auf dem iPad oder sonst wo. Ich glaube auch nicht, dass das konkurrenzfähig ist für unsere Filme, weil unsere Zuschauer das auch nicht brauchen. Die brauchen nicht die ständige Verfügbarkeit, sondern die wollen gezielt irgendwo reingehen. In Dänemark hat ein Verleiher gesagt, we are competing about the people's time. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Man entscheidet sich für einen Kinobesuch bewusst in dem Sinne, dass man sagt, am Freitag gehen wir und gucken uns den Schatten von Thomas Hassler an. Oder man entscheidet sich eben nicht dafür, was unser Problem ist, weil die Leute den Film nicht kennen. Das heißt, wir brauchen Zugang zu den größeren Häusern, wir brauchen nicht die Schmuddelabteilung deutscher Filme unten rechts im Keller, sondern wir brauchen quasi mehr Vertrauen in den Film, dass wir auch bei schlechteren Zahlen länger laufen. Wir brauchen gute Werbung, wir brauchen fette Werbung, die quasi mit unserem Potenzial zu machen ist. Barbara hat ja Ausbildungskosten von 220.000 Euro. Das ist ein Witz, da lachen die Majors drüber. Und wir haben 360.000 Zuschauer. Wenn ein Film ein Statement hat, dann hat er auch die Chance zu überstehen, wenn er gepflegt wird als Einzelwerk. Dann können wir im Kino gut sein, und dann können wir auch auf Video und DVD gut performen. Aber wir können nur pflegen, wenn wir am Anfang gut gegossen haben. Wir können nur gute Filme machen. Also, da sehe ich aber trotzdem, dass Florian sagt, ich will ins Kino, ich will ins Kino, ich will ins Kino, und im Grunde die Potenziale nicht wirklich austestet. Von DVD oder VOD? VOD. Wir wollen doch nicht... Im Kino sind 500 Filme, im Internet sind 50.000 Millionen, und wenn jeder hätte. Aber du musst doch auch sehen, dass, wenn du sagst, ja, unsere Zuschauer, die brauchen keine jederzeit Verfügbarkeit und so weiter. Also von welchem Segment redest du denn da? Also da redest du doch von 40 plus. Also es ist doch irgendwie, was machst du denn mit den 40 minus? Willst du die einfach vergessen für Barbara? Die finden das doch auch interessant. Die größte Gruppe, zum Beispiel auf unserer Plattform, das sind die 13- bis 17-Jährigen. Ja, und die kommen über Mobile Facebook rein, und die schauen sich das dann auch an. Und es gibt halt verschiedenste Paradigmen, die du anwenden kannst auf VOD. Eine zum Beispiel ist das beliebte Netflix-Dogma, was zum Beispiel sagt, nach dem sechsten Film schauen sich die Leute auch innerhalb des Kataloges um. Ja, die ersten fünf Filme, da schauen sie, was ist auf der Startseite. Beim sechsten Film schauen sie, was hatten wir denn noch. Ja, und dann ist nämlich auch im Schatten von Thomas Hassler interessant. Und den schauen sich natürlich auch Leute an. Und ich finde es, naja, es ist schon überheblich, ja, wenn man sagt, ja, die brauchen nicht verfügbar, dieses iPhone so klein und so. Ja, es kann sein, dass das iPhone klein ist. Aber unsere Leute, die kaufen den Film auf Mobile Facebook und den gucken sich abends auf dem Fernseher an. Und das ist irgendwie auch modern, das so zu machen, ja. Und Mobile Facebook, jetzt uns Betriebswirtschaft zu sagen, hat eine Conversion Rate bei uns von 20%. Das soll erstmal ein Onliner mit einem anderen Medium erreichen.
ich stehe doch nicht hier und sage irgendwie, bitte putz die Projektoren, Papa kommt ins Kino. Ich wehre mich doch überhaupt nicht gegen die neuen Verwertungen. Und ich finde es toll, ich finde es super, das wäre eine Blu-ray von Barbara. Ja. Man kann nicht bei iTunes. Bei iTunes kannst du Barbara downloaden. Toll, als wenn du die DVD bei Amazon kaufst. Wir nehmen das alles mit und wir sagen ja dazu, aber das ist nicht das Seelenheil für unsere, für die Produktionslandschaft. Ja. Johannes? Naja, ich weiß nicht. Wir reden hier über die Zukunft der Filmauswertung. Genau. Und zu dieser Zukunft gehört, dass wir eine völlig überalterte Gesellschaft haben. Das heißt, 40 plus sind noch die Jüngeren. Die meisten sind über 50. Das Spannende ist doch aber, dass die halt auch im Netz sind. Also insbesondere die Kerngruppe der Programmkinobetreiber, nämlich die Singlefrau über 40, ist unter anderem auch auf diesen ganzen Single-Plattformen. Das heißt, das Internet, das Internet ist ja... Kino kann sie leibhaftig das Internet ist ihre Welt. Und Florian, entschuldige, aber du, das ist ja auch völlig richtig, das Core-Business auch des Verleihs ist, die traditionellen Werbemittel, die es so gibt, auch zu bedienen. Über Plakat, Aufsteller, Medialeistung und ähnliches mehr. Aber die Chancen, die entstehen dadurch, dass diese Älteren in der sozialen Community unterwegs sind und dass du diese Plattform nutzen kannst, um dann auf deinen Film aufzumachen, die werden im Augenblick nicht genutzt. Insbesondere nicht in dem Segment, wo deine Filme laufen. Nämlich im Arthouse-Bereich. Da ist das, da wird ja auch wirklich noch mit der, mit den Programmkino-Zeitschriften von 1980 erhöht. Und wenn dieser Arthouse-Markt eine Zukunft haben will, dann geht es eben nicht nur darum, dass er eine digitale Projektion hat, sondern er muss sich darstellen in den Communities, wo die neuen Möglichkeiten, die gab es früher nicht, frühzeitiger auf Marken wie Petzold aufmerksam zu machen. Darum geht es, glaube ich, das mehr zu nutzen. Ich würde gerne direkt das alles hier gestört. Alles gut. Ja, Entschuldigung. Adrenalin der Woche. Was mich so ein bisschen... verwirrt dabei, ich hatte Ihnen diesen Slide gezeigt, diese Statistik gezeigt, die Hälfte der Deutschen guckt einen Film am liebsten im Kino an, die anderen zu Hause. Was mir nicht so versteht, vollkommen, dass Sie individuell sagen, für mich ist das Kino der wichtige Kanal. Aber ich muss doch sagen, als Unternehmer, ja, und so sehe ich das würde ich erwarten, wenn ich Geld in die Hand nehme oder einen Film mache, wenn man ein Produkt mache, dann würde ich doch davon ausgehen, dass es darum geht, erstmal zu sehen, dass ich auch diejenigen, die da draußen sind und sagen, ich gucke ihn mir aber lieber auf meinem Monitor an oder ich gucke ihn mir lieber auf meinem Beamer an. Wir haben auch inzwischen ganz schön viele zu Hause. Ja, auch diesen Teil ist ja nicht alles die Mini-Bildschirme, die ich da habe. Und selbst die Handys sind inzwischen schon ordentlich groß. Na, wenn ich das habe, kann ich doch nicht despektierlich über diese Leute reden und sagen, nur weil mir persönlich entsprechend der Kinosaal besser gefällt, ja, anderen gefällt er nicht so gut. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es auch so, ich habe Filme gesehen, zu Hause im Heimkino und ehrlich gesagt, hätte ich nicht gerne getauscht. Ich schätze ihre Seele, aber da sind immer auch andere. Manchmal möchte ich nicht, dass andere da sind, die erzählen mir immer irgendwas noch dazu und so. Das meine ich so gerne. Nur das, ehrlich gesagt, das ist einer der größten Filme. Bei der IMDb Nummer 1, wissen Sie, welcher Film das ist? Nein. The Shawshank Redemption. Ja, die Verurteilung von Frank Darabont. Ein fantastischer Film. Im Kino unglaublich gefloppt. Tim Robbins sagt, weil man den Titel nicht aussprechen kann. Oder aus welchen Gründen auch immer. Shawshank. So. Ja. Dieser Film ist Nummer 1, ist ein riesen Erfolg und ist der, laut Ansicht aller Menschen da draußen, die im Internet sind, der beste Film aller Zeiten, wie auch immer. Ein fantastischer Film ist in jedem Fall erfolgreich nur durch Nicht-Kino-Kanäle. Man darf doch nicht über solche Kanäle, also Nutzer solcher Kanäle, negativ sprechen.
nicht zusammenbrechen, ist alles gut. Na, also es bricht ja jetzt, ihr sitzt doch alle, kein Mensch bricht hier zusammen. Jetzt schäme ich mich, dass ich unsere DVD und VOD-Nutzer durch den Kakao gezogen habe. Gut, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, aber hier wird jetzt also wirklich auch keiner gesteinigt. Jetzt wollen wir mal andersrum rangehen. Es gibt nämlich ein Totschlagargument und das ist, glaube ich, wir sind ja hier wirklich im muttersprachlichen deutschen Heimatmarkt. Und bleiben wir mal bei der Frage, was tut dem deutschen Film oder dem deutschsprachigen Film. Da gibt es ja ein Totschlagargument und das ist, unser Film braucht Förderung. Das weiß jeder, da brauchen wir auch nicht lange zu überlegen. Das ist einfach, die Marktmacht Hollywoods hat uns wirklich immer in eine Situation gebracht, wo es auch für den deutschen Film, man weiß ja nicht, ob er floppt oder ein super Erfolg wird am Anfang, wo es eine Förderung braucht, damit man überhaupt in die Richtung geht. So, und vor diesem Hintergrund ist jetzt aber doch der Kino-Release sozusagen das Kriterium dafür, dass man Förderung überhaupt haben darf und behalten darf. Gibt es da irgendwie Handlungsbedarf, dass man das ändern muss? Das ist kein Kino. Nein, das ist, dass man irgendetwas an der Frage Kinoauswertung vielleicht ändern muss, wenn man gleichzeitig doch sagt, Kino ist sozusagen die Premium-Plattform, das ist das Beste, was man haben kann, sagt der Florian auch. Ja. So steht geschrieben, dass Kino das Erste sein muss. Frage ich einfach mal. So. Und dass wir mal hier auf diesem Podium sind und du bist sozusagen derjenige, der so rausguckt und ich bin diejenige, die hier die Kirche hochhalten muss, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber so ist das manchmal. Ich finde diese Diskussion großartig und eigentlich möchte ich gar nicht sagen, weil ich fühle mich so bestätigt und fühle mich so bestätigt, was unser Gesetz angeht, weil es wird kontrovers diskutiert. Man stellt fest, es gibt ganz viele verschiedene Meinungen. Der Film ist einfach unglaublich facettenreich. Und so einfach ist es eben nicht, es ist alles sehr komplex und so einfach ist es eben nicht zu sagen, so ist es richtig. Ich finde das auf der anderen Seite ziemlich klassisch, dass man so ganz, das Ganze ein bisschen aufmischt. Ich gestehe ein, dass ich natürlich auch alles gelesen, was du da veröffentlicht hast und habe immer gedacht, oh Gott, nein, das glaube ich ja alles überhaupt nicht und da hat er gar keine Ahnung. Ja, wir sind ja hier für Offenheit heute. Ja, ich muss aber gestehen, eins gefällt mir natürlich extrem gut. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass jemand da ist, der rüttelt und der sagt, Mensch, ist das richtig, was ihr da tut? Und ist das richtig, was ihr da seit 40 Jahren tut? Und dafür ist es schon mal der richtige Ansatz, glaube ich. Weiterhin glaube ich aber, glaube ich jetzt FFA, ganz klar, dass die Sperrfristen und sozusagen die Erstauswertung Kino für uns als FFA, ich rede jetzt ja nur von unserer Förderung, natürlich wichtig ist, weil, das wurde ja auch schon gesagt, Kino ist sozusagen die Königsdisziplin. Und Kino veredelt für alles andere. Ich glaube auch gerade deutscher Film, wir stehen für den deutschen Film und für nichts anderes, glaube ich, ist es wichtig, dass es ein Fenster gibt, ob es jetzt, ich sage jetzt mal, auf VOD oder DVD, was ja im Moment noch länger ist als DVD und was wahrscheinlich in den nächsten Jahren sicherlich angeglichen wird. Glaube ich, braucht der deutsche Film im Kino auch eine Chance, und zwar eine längere Chance. Barbara ist jetzt das beste Beispiel dafür, dass deutsche Filme häufig auch länger im Kino laufen. Ob das jetzt im Cineplex ist oder in einem kleineren Kino, sei jetzt mal dahingestellt, aber grundsätzlich, glaube ich, ist das wichtig und wichtig. Ich glaube auch, und wir sind immer nur, bewegen uns immer nur in diesem ersten Fenster, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, ist auch weiterhin, dass Fernsehen nicht gleichzeitig ausstrahlt, nicht sofort mitläuft, sondern später mitläuft, damit alle anderen Verwertungsketten eine Möglichkeit haben, zu verwerten. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ja, das mal so als erstes, genau, das war klar, dass du dich sofort meldest. Was jetzt, das waren die Fenster, was jetzt die Erstauswertung Kino angeht, glaube ich, beantwortet sich von selbst, also für uns, für die FFA. Wir reden davon,
dass wir sind der Meinung weiterhin, dass Kino das Wichtigste ist und das Erste ist. Und deshalb muss als allererstes der Film im Kino starten, die wir gefördert haben. Man muss auch da immer wieder betonen, die FFA fördert, ich sage jetzt mal 50 Filme im Jahr, im Produktionsbereich oder 55 Filme. Und wir reden über diese 55 Filme. Wir reden nicht über 1000, so viel sind es übrigens nicht. Wir reden auch nicht über 500 und auch nicht über 180, die im Jahr gestartet werden. Deutsche Filme, sondern wir reden über die 50 oder 55, die die FFA gefördert hat im Produktionsbereich. Und die unterliegen diesem Gesetz. Oder DSSF, der ja auch, aber ich stehe jetzt hier heute nur für die FFA, und die unterliegen dem. Und da sind wir der Meinung, dass es weiterhin richtig und wichtig ist, dass die eine Auswertung im Kino erfahren. Es gibt diese paar Filme, das wissen wir auch, es ist nicht immer ganz einfach. Wir reden natürlich auch von Filmen, die, wenn sie fertig sind, plötzlich nicht so geworden, wie wir uns alle gewünscht haben. Diese drei gibt es natürlich auch. Ja, über die kann man sich unterhalten, wie schwierig das ist und dass die vielleicht besser auf anderen Plattformen laufen. Aber es ist eher die Ausnahme, wenn ich mir die Filme angucke, die wir fördern. Und vielleicht auch das noch, dann bin ich auch fertig, keine Ahnung. Ich finde, dass wir gar nicht so nicht innovativ sind, muss ich sagen. Also ich sage jetzt mal etwas frech wir, weil du das vorhin angemahnt hast, Innovation und man muss Neues machen. Also wenn ich mir angucke, was im Moment passiert, ich meine, wir haben ganz viele Herausforderungen, Digitalisierung, VOD-Plattformen und ich finde, die Filmbranche geht es ziemlich gut an. Ich finde, alles was 3D angeht, da ist Deutschland mitführend, es ist unglaublich, was hier passiert. Wenn ich mir Kameratechnik angucke, ist das unglaublich, was hier passiert. Wir sind vielleicht nicht das erste Licht in Europa, was Digitalisierung angeht, der Kinos, aber wir sind auch nicht das Schlusslicht. Behaupte ich jetzt einfach mal etwas frech. Inzwischen ist es so, dass der Film Stromberg hat zum Beispiel genau das gemacht, was von ihm angemahnt wurde. Die haben über Internet diesen Film bekannt gemacht, bevor er überhaupt finanziert worden ist. Völlig neues Finanzierungsmodell, das ist bekannt, deshalb kann ich darüber reden. Da sind sozusagen über Crowdfunding Gelder gesammelt worden für das Marketing hinterher. Völlig neue Art. Jetzt ist dieser Film, obwohl er noch nicht mal gedreht ist, noch nicht mal finanziert ist, schon so bekannt. Also es gibt vielleicht nicht das große Spektrum, aber es gibt es. Und ich finde, ja, wir können vielleicht mehr machen und ja, man kann ganz viel noch tun, aber es ist auch nicht so, dass wir nur verstaubt werden und dass es irgendwie dieses Opa-Kino gibt. Und ich finde, das muss man jetzt auch mal sagen und auch mal sehen und nicht immer nur irgendwie dagegen halten. So, was jetzt bist du dran. Ich würde gerne direkt darauf antworten. Ich finde, meine Kritik an der Innovation bezog sich in dem Fall ausnahmsweise nicht auf euch, sondern ausschließlich auf auf die Kinoseite. In dem Fall, ich habe ja genug Beispiele gezeigt für Innovationen in der Branche und die kamen nur aus Amerika, aber die können auch aus Deutschland kommen. Also das war für mich nicht der Punkt. In dem Fall, die Kritik lasse ich hier vorbeiziehen. Für mich ist es so, dass wir in Cannes saß mal einer der außer mir der einzige deutsche Vertreter, das war der Martin Moskowitz, der einen Satz sagte, den ich sehr interessant fand, der sagte, der deutsche Film wird benachteiligt durch das Filmförderungsgesetz. Dadurch, dass eben, nicht nur, dass sie sagen, Gottes Willen, also bitte, ich ziehe das sehr aus dem Kontext heraus. Aber was er gesagt hat, ist, dass der deutsche Film der einzige ist, der Film, der gefördert ist, der diesem Gesetz unterliegt. Während eben die internationalen Filme diesem Gesetz nicht unterliegen und entsprechend andere Regeln da sind und wenn sie dann mitmachen, auch nach 3 oder sogar kürzer, weniger Monaten gestartet werden. Und der deutsche Film, der eine Förderung nimmt, kann das nicht. Für mich ist das fand ich sehr interessant. Ich lasse das einfach mal so stehen. Es gibt einen Punkt, den ich gleich nochmal in die Runde geben möchte, von mir aus. Ich hatte vor kurzem einen Vortrag gehört von einem führenden Menschen bei Google. Auch die Diskussion drehte sich darum, warum denn eigentlich Google Play so ein Mist sei, also wie es da ist. Und natürlich hat es mit Content zu tun, mit den Rechten zu tun, Sie haben das angesprochen. Und diese Diskussion, die wir jetzt führen, Gesetz schützen, Gesetz und so weiter, das ist doch eine Diskussion. Ich glaube nicht, dass wir hier sich durchsetzen, weil Sie so wachsen werden. Das kann sein. Ich glaube einfach, dass Google irgendwann sagt, wenn ihr uns den Content nicht gebt, dann holen wir ihn uns. Ja, und Sie haben vielleicht gehört, dass
Studios irgendwann auch mal wieder verkauft werden. Da gibt es so ein japanisches Unternehmen zum Beispiel, das im Moment nicht so richtig glücklich ist mit seinem Studio. Und was glauben Sie denn, für wen das interessant ist? Nicht? Und irgendwann wird es so sein, dass jemand, der sagt, ich will die und die machen, ich will damit Geld machen, der wird sagen, okay, dann mache ich mir die Filme selbst. So, ich will nur sagen, das ist eine Möglichkeit, die da ist und die ist sehr, sehr realistisch, denn für Google ist ein Hollywood-Studio und für Facebook, und na, Facebook weiß ich nicht, aber für andere ist das einfach eine relativ kleine Sache. Ja? Das heißt, warum wollen wir die den Markt verändern lassen? Ja, warum nicht mehr Offenheit? Wofür, Christine, brauchen wir das Gesetz? Kann der Markt das denn nicht selbst regeln, diese Schwerfrist? Also, ich möchte nicht kurz, also eine Sache, die ich jetzt nochmal sagen muss, also ich glaube, es gibt immer wieder, er sagt, ja, müssen die unabhängigen Vertreter sich auch immer dieses Argument anhören, irgendwann kommt hier der schwarze Ritter, ja, da kommt Google, die rollen den Markt auf, da kommt YouTube, die rollen den Markt auf, da kommt Amazon, die rollen den Markt auf. Das kann auch alles sein. Ja. Und natürlich, leider werden wir den kompletten 1,5 Milliarden Markt hier in Deutschland nicht aufrollen. Trotzdem glaube ich, was ich schon sagte, es ist halt ein Homemade-Markt und es gibt verschiedene Segmente. Und ich glaube, eine Sache, die immer wieder, die auch so ein bisschen bei den ganzen Vorträgen immer so ein bisschen untergeht, ist die Gesetzmäßigkeiten, ja, von Home-Video. Die sind bei physischen und bei nicht physischen Auslieferungen exakt die gleichen. Ja. Es gibt so viele Gesetzmäßigkeiten, die kann ich genau berechnen. Ja. Manchmal da rufen auch Lizenzgeber an und schreiben leider noch nicht, weil sie sehr konservativ sind. Aber andere rufen an und sagen, ja, was ist denn bei Film, der hat hier nur 500 Euro im Quartal gemacht und was ist denn da los und so. Ja. Und dann sagt, jetzt setz einfach mal die ganzen Gesetzmäßigkeiten an. Ja. Setz mal Erstaufführung versus Library, setz mal Arthouse versus Mainstream, setz mal TV versus Film, setz mal diese Gesetzmäßigkeiten an und dann stürzt auch nochmal das so beliebte Pareto-Prinzip gegenüber, ja, drauf, das sozusagen sagt, beim Film oder im Kino kennt man das sehr gut, also vier Filme machen die 75% des Umsatzes, überspitzt gesagt, ja. Alle Prinzipien gelten eben auch für VOD. Ja, und aber weil diese Prinzipien für VOD gelten, haben wir auch eine Chance, weil man auch sagen muss, das Prinzip, dass 10% der Leute sich für Arthos interessieren, dass sie, wenn sie 75% Erstaufführung und 25% Library kriegen und wenn sie 60% VOD, 60% Film und 40% TV kriegen, dann werden wir diese Gesetzmäßigkeiten auch erfüllen und dann werden wir auch eine Marktchance haben, ob da jetzt der schwarze Ritter kommt oder nicht. Und die zweite Sache, die ich auch noch sagen würde, die zweite Sache, dass, ach ja, VOD, schaut euch mal an, ist alles so, Usability ist so schlecht. Ich finde, eines der ersten Sachen, die man bei Conversion Optimization lernt, ist, auf keinen Fall leg mal deine Sicht der Dinge an, als das, was hier wohl allgemein gilt. Und man muss sagen, also ehrlich gesagt, es gibt echt super VOD-Sachen, es gibt wirklich Techniken, die absolut überzeugend sind und es gibt Marketingmaßnahmen. Wenn Leute da mehr von hören würden, dann würden sie auch verstehen, warum das einfach die Zukunft ist. Ja. Also wenn es erstens mal die Zukunft für Home-Video ist, also mit anderen Worten für zu Hause gucken, dann ist doch vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich so sicher ist, dass Kino eine super Qualität hat, dass man ein Gütesiegel der Branche für die verschiedensten VOD-Plattformen macht. Also das wäre ja vielleicht auch so eine Geschichte, die transparent macht. Aber warum ein Gütesiegel? Also jemand, der kaufen will, der kauft und der nicht kauft, der kauft nicht. Also wenn es ihm gefällt, dann wird es so. Das ist aber doch eine gute Information. Nein, aber diese Gütesiegel, das ist auch so was Deutsches. Ja, das was? Das haben doch alle anderen. Ja, also wie die Landwirtschaft da mit in München und so. Also ich finde, die Leute kommen schon, wenn es gut ist und wenn man es geschickt macht und wenn man auch sein Handwerk versteht, ja, wenn man den User versteht, wenn man weiß, wo man ihn abholt, wenn man weiß, wie Google funktioniert und so weiter, dann erreicht man ihn auch da. Dann ist Gütesiegel drauf. Das Einzige, was tatsächlich, wo die Leute nachschauen, ist die Bezahlgütesiegel. Ja, das muss schon drauf sein. Aber das ist ja auch üblich, das hat man auch bei Handwerk gekauft, nicht nur bei VOD. Okay, ich bedanke mich sehr, weil ich hier nämlich überhaupt keine Uhr habe. Ich habe schon darauf gehofft, dass jemand dann mal sagt, ey jetzt. Ne? Darf ich direkt darauf? Das weil diese Überlegung in allen Kreativbranchen, das, was du sagst, ob es nun Gütesiegel ist oder nicht. Aber es ist natürlich so, dass in allen Bereichen, auch E-Books, Musik, Film, dass das eine Rolle spielt und dass es darum geht, sich abzugrenzen von illegalen Angeboten.
Und deshalb, um auch den Verbrauchern eine Sicherheit zu geben, und deshalb gibt es in allen Branchen Überlegungen, darüber in so eine Richtung eben auch zu gehen. Ja, aber qualitativ, was für die Technik bedeuten kann und für die Userführung und so weiter. Ich meine, wir haben das doch an zig anderen Stellen auch. Also das mal ab davon. Das ist ja auch das Gütesiegel des GVV. Und ja, haben wir auch unsere Plattform, aber man muss eben auch sagen, also es kommen ungefähr vielleicht es kommen irgendwie x 10.000 Leute in der Woche über Google rein und es kommen 60 Leute über das Gütesiegel vom GVV rein. Also wir machen das schon und haben das auch drauf, aber ja, das ist dieses VD, ne, hier ist es alles legal und so. Also, das ist aber manchen Leuten schon wichtig. Bert Körner, bitteschön, und dann nähern wir uns ja dann. Das ist fast schon da. Darf ich nochmal einen Schlenker machen, auch bei 10 Minuten nur noch? Also, ich würde eins noch mal interessieren, also ich bin ja mal, das Gesetz braucht man und das ist alles auch ganz wichtig, ne? Aber wenn man das tatsächlich mal umsetzen würde, wenn das tatsächlich so wäre, dass man sagt, alles wird offen, heißt das denn eigentlich, dass tatsächlich mehr Leute dann die Filme gucken? Also gibt es darüber, du hast ja alles Mögliche durchgedacht, das meine ich jetzt nicht so ironisch, wie es dazu gekommen, aber weil ich frage mich selbst, wenn man das machen würde, ich bin nicht dafür, wenn man ja nur inzwischen weiß, aber wenn das alles fallen würde, würde es denn tatsächlich zum Beispiel den deutschen Film gut tun? Also ich meine, gehen dann mehr Besucher und würden dann mehr Leute das auf VOD sehen? Also ich setze das auch gleich, wenn ich das auch finde, so empfinde. Aber wäre das denn so? Weil darum geht es doch dann im Endeffekt. Vielleicht nur ganz direkt auf die Antwort. Erinnern Sie sich an dieses komplexe Modell mit den vielen Faktoren und so weiter. Das ist das Modell, das die Antwort hat. Und natürlich hat es keiner so gerechnet. Ich bin sehr dankbar, dass du diese Frage stellst. Weil sie so, bisher diese Offenheit, einfach zu fragen, was würde eigentlich passieren, wenn, das ist ja, muss ja die Grundlage sein für jede gesetzliche Regelung, für jede politische Regelung. Ja, bin ich der Meinung. So, und das Problem ist, durch die gegenwärtigen Praktiken ist überhaupt keine Antwort darauf möglich. Die Experimente, die dann immer angeführt werden als Argument dagegen, sind unbrauchbar, weil sie letztendlich an unbrauchbarem Material ausgeführt werden. Ja, und andere gibt es, seien wir ganz ehrlich, wir haben Rechenmodelle durchgeführt, da habe ich ja ein paar Ergebnisse gezeigt. Die sind erstens steinalt, ja, und zweitens sind es halt Rechenmodelle. Aber es sind keine Praxistests. Seien wir ganz ehrlich, können wir so gegenwärtig nicht beantworten. Die Frage kann niemand auf diesem Planeten. Ja gut, aber dann muss sich ja die FFA oder wer auch immer, das FFG, nicht zum, wie soll ich sagen, also totalen Experimentierfeld für alles und jedes machen. Wie kann man denn kontrolliert experimentieren in diesem Feld? In der Novelle besteht die Möglichkeit, in besonderen Projekten diese All-Windows-Strategie auch zu nutzen. Ja, das ist eigentlich entstanden, also die Entschlüsselung für 2014. Das ist eigentlich schon, weil es als Auslöser war Berlin 24, ist es, genau, Berlin 24. Das war so ein Projekt, was völlig anders war als alles andere, wo es ja auch die Idee gab, das vielleicht auszustrahlen, also auch im Kino zu zeigen. Und es gibt vielleicht, das sieht man ja auch, vielleicht neue Arten. Das wird mit Sicherheit nicht mal eben so durchgehen. Das wird ein schwieriger Gang werden. Aber das kann ich nur bestätigen. Und was auch in der Novelle mit Sicherheit drin sein wird, dass der Vorstand bei den einfachen Sachen das entscheiden wird. Das heißt, wir werden auch schneller werden. Also das ist schon, wir machen auf unsere Art als Tanker, wir sind ja kein kleines Segelboot, als Tanker machen wir schon Riesenschritte. Ich habe eine letzte Frage noch von mir aus, aber dann gerne noch Statements jederzeit an Herrn Koch. Herr Koch, Sie sind doch jetzt eigentlich schon ein relativ innovatives Modell, also ich erlaube mir doch nochmal den Genossenschaftsbegriff da reinzutun, innovatives Modell für Kinobesitzer, die nicht die ganz große Kette sind, die nicht international daherkommen, sondern sagen, wir wollen unsere Kraft bündeln. Jetzt lassen Sie mich doch mal in die Richtung gehen. Was spricht dagegen, dass die Leute mit diesem gigantischen Know-how über Filme und Programmieren, okay, die das ja haben, was spricht dagegen, dass die sich einfach auch ins VOD-Geschäft reintun und sagen, wir machen das mal so vertikal. Also, ich, ja, das Know-how ist da,
Also und so? Diese Frage oder diese Empfehlung haben wir sowohl von Herrn Geiker, von Warner, als auch von anderen bekommen. Sie haben sie mitunter auch gemacht. Also zunächst erstmal dürfte das vermutlich ein relativ schwieriges zu stemmendes, auch finanzielles Thema sein. Es sei denn, man gibt wenigstens seinen Namen und sein Know-how irgendwo mit ein. Aber wenn selbst die ganz großen Player in Europa dazu nicht, offenbar nicht in der Lage sind, vielleicht planen sie was, aber man hat bislang eigentlich noch nicht festgestellt, dass die Odeon-Gruppe mit UCI, die die größten Betreiber in Europa sind, oder jetzt auch View, ich meine, der View-Chef macht Andeutungen, aber wie das dann am Ende des Tages ganz konkret aussehen soll, entzieht sich so ein bisschen meiner Kenntnis. Wir haben das bei uns ehrlich gesagt auch wirklich diskutiert. Aber da hier sehr viel Geld in die Hand genommen werden muss und letzten Endes 26 unterschiedliche Unternehmer dahinter stehen, da jetzt ein Venture Capital quasi aus sich selbst heraus zu generieren, um in dieser VOD-Geschichte möglicherweise auch einen Nutzen abgewinnen zu können. Wir haben das letzten Endes, wir haben gerade 40 Millionen Euro in die Digitaltechnik investiert. Und wir verstehen eigentlich unser Stand und unser Spielbein letztlich auch im Kino. Ja, und die, ich habe irgendwie immer noch nicht verstanden, wer eigentlich mehr für die Abschaffung der Sperrfrist ist. Ob es diejenigen sind, die einfach Angst davor haben, dass zu viel sonst weniger passiert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, aus Angst vor Piraterie jetzt eine existierende Wertschöpfungskette zu killen, ist nun wirklich schwachsinnig. Da sollte man sich nur um die Piraterie kümmern. Ich glaube, das Problem, was wir mit der Wahrnehmung haben, mit unseren Einzelwerken, das werden in 5 Jahren auch die ganzen VOD-Portale haben. Dass einfach inzwischen schon so viele VOD-Portale konkurrieren untereinander, dass der Content noch viel schwieriger zu finden ist. Barbara ist jetzt bei iTunes, der erste Film von Piffel Medien, die dann wirklich ein riesiges Portfolio haben, weil die Zugänge zu iTunes, also zu einem wirklichen VOD-Anbieter, der echt was drauf hat, einfach extrem schwer sind. Das heißt, man kommt nicht mit jedem Film einfach da rein. Aber das bringt auch, das sagt Piffel Medien auch, das bringt für die auch extrem viel, wenn sie eben bei einem Portal sind, was wirklich wahrgenommen wird. Und das ist das, was für alle Portale einfach gilt, dass dieses Problem im Grunde genommen weitergereicht wird. Wir haben kein Problem mit den Sperrfristen. Ich glaube, wenn einige Sachen vorher schon im Kino gezeigt werden, ist das nicht unbedingt der Untergang. Aber wenn wir wissen, dass im Kino die beste Chance besteht, unser Einzelwerk zu bewerben, da bin ich mir absolut sicher, weil das Internet einfach unendlich ist und wir das Kino einfach als einen, in einem gesellschaftlichen Zusammenhang immer noch als ein Kulturereignis sehen wollen. In Frankreich geht Kino mit Theater und Oper Hand in Hand. Bei uns findet es unter ferner Liefen statt. Also es ist auch eine kulturelle Aufgabe, das Kino zu pflegen. Und mit modernen Gesichtspunkten und nicht unter dem Opa- und Oma-Aspekt. Und ich glaube, dass das Einzelwerk im Endeffekt dafür entscheidend sein wird, da bin ich mir ganz sicher. Also, was ich kurz zu dem Altungseinwurf sagen wollte, ist, natürlich musst du berücksichtigen, wie immer du jetzt den Markt drehst, und ich würde sagen, im Prinzip gibt es hier in Deutschland vielleicht eine Handvoll ernsthafte Player. Diese Handvoll hat einfach diese 65 Millionen. Da ist iTunes mit dabei, zu sagen, oh, iTunes ist jetzt das große Ding, ja, alle anderen, wir machen so wenig. Also die Wahrnehmung täuscht. Wir machen eigentlich eher die Wahrnehmung, dass einige Lizenzgeber zu uns kommen und sagen, unser Arthouse-Content, der geht bei iTunes unter. Der funktioniert dann, wenn iTunes mal sagt, jetzt pro Kino für 90 Cent im Download, ja, dann funktioniert das. So wie Pokino, ist ja nicht den Namen verdammt, aber egal, so wie die sagen, ja, ne, jetzt 90 Cent vorbei, dann funktioniert es eben nicht mehr. Ja? Also die schauen sich schon um und gucken, wo performt mein Content besser, und da denke ich mir, sind auch diese spezielleren Anbieter gut. Natürlich auch uns sagen solche Leute auch immer, ja, wie ist denn das bei DVD, da gab es ja nie einen Anbieter, der sich im Arthouse-Bereich durchgesetzt hat. Ne? Es gab Good Movies und so, okay, es gibt es, aber es ist auch marginal oder so. Bei den großen Anbieter, der sagt, hier, ich biete Arthouse an, das funktioniert, das gibt es nicht. Aber da würde ich eigentlich sagen, der Unterschied ist eben, bei DVD ist es halt nur ein Store. Du gehst rein, holst dir das Ding und gehst wieder raus. Wenn du bei uns reingehst, virtuell, dann schaust du es da auch. Ja? Und das ist der große Unterschied. Wir sind ja mehr als ein Store. Insofern sind wir eigentlich ein bisschen näher am Kino dran. Was ich zu dem Einwurf noch auch sagen wollte, die Geschäftsmodelle, ich denke auch jeder ist gut beraten, sein Geschäftsmodell möglichst gut zu durchdenken und dabei zu bleiben. Ich glaube, diese Empfehlung, die auch wir als Kinobetreiber immer hatten, mach doch dies, mach live, und hieß es eine Zeit lang, mach
mach Events, hieß es eine Zeit lang, mach 3D, okay, das machen jetzt einige, ja, jetzt mach VD, Hänge oder DVD-Kasten hängen auch noch rein, ja, also ich glaube, jeder Kinobetreiber ist gut beraten, sich zu überlegen, was mache ich im Kino richtig oder falsch, und ich denke, wir VDler sind gut beraten zu denken, was mache ich im VD-Bereich gut oder falsch. Also jetzt, das wird natürlich jetzt, ja, aber nicht, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt den Gong ernst nehmen, Entschuldigung, das stimmt schon. Und ob das Publikum überrascht ist, Sie können nämlich gleich noch weiter diskutieren. Ich sage jetzt erstmal herzlichen Dank allen Diskutanten hier. Ich gebe es zu, auch ich bin überrascht davon, dass zum Schluss gerade von VOD kommt, Schuster bleibt bei deinen Leisten, weil ich immer gedacht habe, das ist doch so ein wagemutiger, innovativer Ansatz. Huch. Aber man wird eben doch immer wieder überrascht. Meine Damen und Herren, gucken Sie sich bitte nochmal diese Runde hier an. Mich können Sie gleich rauslassen, weil ich bin deutlich älter, ich bin schon länger 35. Aber diese Leute hier sind ungefähr alle, ich habe mich ja vorbereitet, so um die 50, was 2x25 ist. Und das bedeutet, eigentlich sind diese Leute, so wie auch ein Gutteil von Ihnen, dran. Und zwar wirklich diese Umbruchssituation, die wir haben, und es ist eine Umbruchssituation, das kann überhaupt keiner beschreiben, diese Umbruchssituation zum Wohle von Film als wunderbarem Content, als wunderbarem Kulturprodukt und als wunderbarem Kunstwerk wirklich gut zu richten. Danach müssen Sie sich vielleicht dann irgendwann von wem anders als von mir fragen lassen. In jedem Fall viel Glück dabei, das wirklich auch gut hinzukriegen, denn es ist ein großes Experiment. Und Kontrolle tut da sicher auch nur. Okay, Dankeschön und